Es ist Sommer 2050. Die Sonne glitzert so schön in der Spree, denkt sich Halima, während sie auf ihrem Weg zur Arbeit am Mai-Ayim-Ufer entlang geht. Arbeit? Eigentlich kann sie es manchmal selbst noch nicht glauben, dass sie mit ihrem BPOC-Kollektiv einen Club am Schleusenufer betreibt. Einer der letzten Orte der Clubkultur, der innerhalb des Rings gerettet werden konnte. Gerettet stimmt auch nicht ganz, denn die kreativen, individuellen und oft selbst zusammengezimmerten Clubs sind bereits in den 2020ern komplett aus dem Stadtbild verschwunden. Mit dem Gewerbemieterschutzrecht und der Anerkennung der Clubs als Kulturstätten hat man sich sehr viel Zeit gelassen. Zu viel Zeit, sagen auch heute noch einige. Die meisten Clubs sind jetzt in Neubauten, Wolkenkratzern. 2020, erinnert sich Halima zurück, war ein besonderes Jahr. Buschfeuer, Hanau, virtuelle Clubs, die Corona-Pandemie, Hygienedemos, das erste deutsche Antidiskriminierungsgesetz, George Floyd, Black Lives Matter in Deutschland und alles, was danach noch kam. Tigrinya ist neben Deutsch meine Muttersprache. Halima bedeutet übersetzt, sie hat geträumt. Wenn ich an das Jahr 2050 denke, dann kommt es mir sehr weit entfernt vor. Aber für manche Entwicklungen, die sich bereits seit Jahren abzeichnen, braucht man noch nicht einmal so weit in die Ferne gucken. Clubs und Kulturräume, die heute aus dem Stadtbild verschwinden, werden so nicht noch einmal wiederkehren. Für mich als schwarze, queere Frau bedeutet dies, dass Safe Spaces für immer verschwinden. Neue Räume, die dann vielleicht in Oberschöneweide wieder aufgemacht werden, bedeuten für mich zudem im Umkehrschluss auch, dass wir nicht nur an den Rand der Stadt, sondern auch wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ich bin beispielsweise die erste schwarze Frau im Vorstand der Clubkommission und bin da eher durch Zufall dazugekommen und sehe vor allem die Probleme in den Zugängen zu Institutionen, zu Fördermitteln. Es gibt BPOC-Künstlerinnen, Veranstalterinnen und Clubbetreiberinnen. Viele von ihnen haben aber wenig bis gar keinen Zugang zu Fördermitteln. So bunt sich Berlin auch gibt, so schwierig gestalten sich auch die Zugänge, denn die meisten Menschen, die das Geld verwalten oder darüber entscheiden, was nun Kultur ist, gefördert wird oder nicht, sind immer noch Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft. Deshalb finde ich konkret, sollten Gelder, die vergeben werden, auch durch verschiedene Perspektiven, Lebensrealitäten und von Menschen verschiedenster Couleur mitgetragen und entschieden werden.